Heute ist es ja so, dass die Zivilisationskrankheiten schon in immer jüngeren Jahren stark zunehmen. Einer der wichtigsten Themen von Sportwissenschaftlern ist es, präventiv zu arbeiten. Ich dachte mir, was kann ich besser als genau das zu tun, nämlich für Kinder ein Projekt zu entwickeln, das in Volksschulen angeboten wird. Für Momo, für Monkey Motion ist es ganz wichtig, dass in einer Schule ein grundsätzliches Ja zur Bewegung bereits vorhanden ist. Das heißt, sowohl das Lehrerkollegium als auch der Direktor oder die Direktorin müssen grundsätzlich sagen, ja, wir wissen, Bewegung ist für unsere Kinder ganz, ganz wichtig. Und dann bietet Monkey Motion ein gutes Werkzeug, um Kinder in Bewegung zu bringen und über das Ritual, über die ritualisierte Bewegung hier immer wieder ins Tun zu kommen. Das Ritual wird bei uns jetzt seit circa drei Jahren durchgeführt und wir haben festgestellt, dass die Kinder im Anschluss daran, dass sie konzentrierter arbeiten können, dass sie leistungsbereiter sind und es macht ihnen vor allem riesen Spaß. Sie sind mit großer Begeisterung bei dem Ritual dabei. Momo ist eigentlich sowas wie die Nachmachen von wie Affen was machen. Ich finde Momo gut, weil wir da so coole Turnübungen machen. Momo ist Bewegung und Sport.